Was geht, YouTube? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf Kanal Scorpion Plays. Ich denke mal, ihr wisst, morgen kommt Nuketown zu Black Ops 4. Ich habe mich den ganzen Tag mit da hingesetzt, habe nochmal meine besten Nuketown-Szenen meines Lebens zusammengesucht, Leute. Das ist ein legendäres Video geworden. Viel Spaß damit. Nach den Highlights melde ich mich nochmal zurück. Aber jetzt erstmal Gönnung. Leute, Kopfhörer ein bisschen leiser stellen. Das wird crazy. Like da lassen. Let's go. Ja, ich bin mal gespannt, was hier so geht. Ich hasse die Map über alles. Meine absolute Hass-Map. Ach ja. Ich werde von No Hands gespawn-trapped. Er holt mich als Hund! Nein, das ist doch nicht real! Ey, das ist doch nicht normal! Ey, das ist doch nicht normal! Er gibt mir Tomahawk! Er gibt mir Tomahawk! Oh, oh mein Gott! Da ist keiner! Und dann sind drei Stück da. Er heißt Nightstyle! Seine Perks sind... Keine Ahnung, flinke Hände spielt er nur. Er hat 21,3! Und ich stehe 16,11! Er ist besser als ich, Mann! Er spielt only flinke Hände! Den habe ich. Ihr glaubt es nicht! Nein! Leute! Oh mein Gott! Mir war noch nie so schwarz zu Augen! Nein! Scheiße, Digga! Och komm, Digga! Ja. Beide überleben das, Leute! Er braucht ein Magazin für eine Schockladung, Alter! Digga, er dropshottet mich 10 Punkte vor Orbit! Mit Zielsucher! Ich hoffe, deine Mutter wird vom Zielsucher gegrillt, Alter! Ich werd von denen gespawn-trippt, Alter! Oh mein Gott, Leute! Kann man besser spielen? Nein, man kann es nicht! Man kann aber einfach noch mehr Pech haben. Leute, hätte ich die Hunde um den Schwarm bekommen. Aber ich sterbe eins vor. Und mit dem größten Pech, was es jemals gegeben hat! Lass mich doch durch! C4, AN und zwei Perks! Wer macht denn sowas, Alter? Er stirbt nicht mal! Profi-Camper! Yo! Wahrscheinlich! Oder! Yo! Mehr Pech kann man nicht haben! Ja, sie holen mich eins vor. Eins vor Orbit. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, mir ist so schwarz zu Augen. Ohne Witz jetzt, Leute. Ich glaube, mir ist gerade ein Gehirn in der Ader geplatzt. Das ist jetzt kein Scherz. Er drückt mir den Tarnheli! Das müsste nuklear sein, jawohl. Okay, nuklear haben wir live. Ja. So. Du geht da mal, jawohl, was für ein Dropshot. Oh mein Gott, das Biest. Er drückt mir den Tarnheli. Scheiße, Digga. Oh mein Gott, wie viel Pech. Wie viel Pech. Oh mein Gott. Alter. Dreimal die Streak gechoked. Dreimal die Streak gechoked. Wieso habe ich den dritten nicht auch noch gesehen? Mein, ich habe doch dahin geguckt, Mann. Ja. Anders geht's ja nicht, Mann! Was ist mit den Leuten los, Mann? Orbit und Tod! Orbit und Tod! Nuller Prezi! Alter, habt ihr schon mal so einen invaliden COD spielen sehen wie mich, Alter? Ich hab sowas noch nie erlebt! Das Noobs! So, Amen! Ich spiel nicht mal schlecht! Ich hab auch 100er Prezi! Nein! Oh Gott, mein Movement! Du killst ihn jetzt! Kill den! Ich hatte noch nie so ein Glück, Jungs. Ich hatte noch nie so ein Glück in COD in meinem ganzen Leben, wo ich kämpf jetzt. Hab ich noch nie... Alter, Jungs, mir ist unscheiß schwarz vor Augen. Die Hunter-Killer holt mich im Flug! Ja, dreh dich nicht zu meinem Gegner um, Alter! Scheiß doch drauf! Er kann dich eh nicht killen, hast schon recht! Weil er der schlechteste Teammate aller Zeiten ist! Was? Wie schnell bist du da hingekommen? Normalerweise dauert es immer viel länger, Alter. Mann! Schockladung! Ja, komm, wo schwitzt du, hä? Ja, komm hierher. Was? 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 Jetzt baller rein in die Scheiße da! Wer kennt es noch? Habt ihr schon mal Noobs so schwitzen sehen? Komm, jawohl, Schwarm, und jetzt baller rein in die Scheiße da! Was? Mein Gott! Ja, kommt her, kommt alle her. Ja, kommt, ballert rein da! Was? Und tötet ihn! Jawohl! Oh mein Gott, bist du bad, Junge. Geh deine Plays bitte abbauen. Ja, sterbe ich wohl doch nochmal. Mist, scheiße gelaufen. Was? Digga, es ist ja krank, wie viel mit Kinetic schluckt. Wirklich, ich hab sowas noch nie gesehen, Digga. Die kassieren das 100+. Die kleinen Flechdachse. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem verfickten Leben machen werde. Nein, Mann! Komm schon, Marcel, 100+ incoming! Nein, tot! Na komm rein, deiner Remington.
Ja, hat Spaß gemacht, die Runde bestimmt, oder? Ah, er holt mich ein zur Orbit, Mann! Scheiße, Alter! Machen, wer zuerst Orbit macht, er ist der bessere Spieler. Oh, die hatten es einfach verdient, Mann! Die Flash-Nate holt mich, die Erschütterungs-Nate, guck ich mir jetzt an. Ja, ja! Ja! Komm, Streak, das ist nicht mich töten. Genau so. Okay, das Gameplay endet mit einem 109-8. Oh mein Gott, Leute, Alter, wie ich durchgedreht bin. Oh mein Gott, scheiße, Alter. Okay, Leute, die Runde endet mit einem 123-7. Ich hab's geschafft, Leute. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, Alter. Ja, 121-8, Mann. 127-11, Alter. Okay, es sind zwar 11 Tode, aber oh mein Gott. Mit Skorpion, Alter, WTF, Mann. Nuketown in real life. Ich wollte das genau gerade eben auch sagen. Ich wollte die Szene sogar einspielen. Ja. Leute, wisst ihr noch, als ich kurz vor Triple gestorben bin? Genau hier. Ich bin in dieses scheiß Häuschen reingelaufen, hatte keinen Moon mehr. Und dort lag dann der Sniper, Digga. Scheiße, Mann. Wie geil ist das denn? Holy shit, sieht das hier geil aus, Digga. Da kann man immer richtig geil hier so patrouillieren, ja, weißt du? So, immer hier und dann da. Und dann rausgehen, ja, und dann aufs Auto draufjumpen. Das Auto ist hier normalerweise noch. Könnt ihr mehrere Orte so. So entsteht ein Thumbnail, ihr seid live dabei. Jetzt habt ihr eure Hände genau von Nuketown. Ja, so besser, genau. Oh Mann, Leute, ich würde sagen, das nochmal alles zu sehen war schon relativ emotional, Alter. Richtig, richtig krass und ich denke mal, es war auch sehr laut. Mal wieder diese ganzen Rage-Szenen und so sehen, das war mein Best-of von Nuketown quasi. Ja, jetzt kommen wir mal zum Thema. Morgen wird Nuketown nach Black Ops 4 kommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr so mega die Nuketown-Fans seid. Ich zum Beispiel war immer so mega zwiegespalten. In BO2 habe ich Nuketown geliebt, aber auch nur solo, weil ich nur solo mit Streaks es mochte. Ich war nie der Nuklearspieler auf Nuketown. In Black Ops 3 beispielsweise mochte ich Nuketown nie, weil mir das mit dem oben und unten und ach, das war mir zu viel. Aber ich glaube, in Black Ops 4 könnte das mal wieder ultra, ultra geil werden, Freunde. Ja, morgen Abend werde ich natürlich auch livestreamen. Ist klar, wenn das ganze Ding rauskommt, werde ich euch natürlich auch mal Bescheid sagen. Da habe ich auf jeden Fall richtig Lust drauf, Nuketown so ein bisschen unsicher zu machen. Das werden wahrscheinlich auch kranke Runden. Wir werden uns wahrscheinlich den ganzen Tag totlachen. Ich denke, die nächsten 3 Tage wird dann generell wieder mal mehr gestreamt, Leute. Wird auf jeden Fall legendär, Freunde. Ja, jetzt ist die Frage, wie feiert ihr Nuketown? Findet ihr Nuketown nice? Findet ihr es nicht so nice? Wenn ich daran zurückdenke, ach, es gab schon legendäre Runden. Auch nicht nur jetzt hier meine Solo-Runden, die ich jetzt hier reingeschnitten habe, sondern es gab natürlich auch von Anton. Da haben wir in diesem kleinen Ausschnitt gerade auch drüber gesprochen, wo er da 3-4-Triple gesniped wurde zum Beispiel. Das war schon übelst legendär. Generell diese Map. Ich hatte sogar noch BO1 Highlights reinschneiden können, fällt mir gerade auf. Es gibt auch so ein paar BO1 Szenen, aber ich dachte BO2, BO3 wird passen. Ich glaube in BO1 hatte ich einmal 100 plus live, das hätte ich noch ganz gut zeigen können. Aber ansonsten BO1 war ich eh noch nicht so der Übersweater. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Und ja, ich freue mich immer, wenn was Neues kommt in COD. Das finde ich auch bisher noch nicht ganz so viel, na, ich sag mal, die hätten das noch ein bisschen mehr machen können, mehr neuen Content, weil ich dachte, das machen die diesmal safe, dass jede Woche irgendwas Neues kommt, weil da hat man auch viel Motivation zu spielen. Es soll auch laut Patchnotes für morgen noch eine Überraschung geben. Und mein Kollege Snacks meinte sofort, der Überraschung, das heißt natürlich safe, dass der Orbi jetzt kommt. Da würde ich jetzt mal nicht so direkt von ausgehen, aber stellt euch mal bitte vor, dass morgen Nuketown und Orbi kommen. Leute, da würde mir aber sämtlicher Speichel aus dem Mund laufen. Das wäre einfach mal zu nice, Leute. Ja, ich würde sagen, wir lassen es einfach auch morgen auf uns zukommen. Wie gesagt, ich werde dann wahrscheinlich morgen direkt ein Video hochladen und das dann auch als Ankündigung für einen Livestream oder so nutzen. In der Art wahrscheinlich so meine erste Eindrücke von Nuketown. Also morgen geht es dann los. Ich freue mich sehr darauf. Es ist generell schon krass, oder? Wie viel Zeit schon vergangen ist. Einige der Videos sind über 4,5 Jahre alt. 3 oder 4 der Videos, die ich benutzt habe, 4,5 Jahre, 3,5. Und das jüngste Video von denen ist, glaube ich, jetzt 2 Jahre alt auf Scorpion Plays. Also muss man sich mal reinziehen einfach. 4,5 Jahre und ich mache schon länger YouTube. Ich mache schon, also jetzt über 6 Jahre YouTube. Es ist total krass, was die ganzen Jahre passiert ist. Und wirklich, wer kann von sich behaupten, dass nach 6 Jahren, dass es immer noch so eine gute Community hat, dass es immer noch so gut läuft. Es gibt viele, die haben vor 6 Jahren angefangen, da läuft jetzt nichts mehr, die haben aufgehört. Und ich muss mich wirklich bedanken, nach 6 Jahren, dass es immer noch so krass läuft, auf beiden Kanälen immer noch über 10 Millionen Klicks im Monat. Das ist immer noch Deutschlandspitze. Und das ist einfach der Wahnsinn. Also wirklich vielen, vielen Dank für diesen ganzen Support, Leute. Mann, das ist einfach heftig. Ich lade die jeden Tag hoch. Es schafft vielleicht nicht jedes Video die 100.000 Aufrufe. Aber ey, ganz egal. Ihr merkt, es macht mir wieder Spaß. Und das ist das Allerwichtigste, Leute. Ich bin zurzeit wieder daily. Ob ich daily bleibe bis Ende des Jahres, werden wir mal sehen, Leute. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes hier, viele Videos für euch rauszuhauen. Ich bin ja selber auch süchtig danach, Videos hochzuladen. Ihr merkt es ja selber. Es ist einfach meine Leidenschaft für euch, Videos zu produzieren.
Und dementsprechend, ja, es ist mir jeden Tag eine Ehre und jetzt freue ich mich endlich neuer Content im COD, damit wir morgen wieder voll angreifen können, auf Nuketown unterwegs sein werden. Ich freue mich da extrem drauf, vor allem, wie wird es sich spielen, wie wird es mit den Streaks funktionieren. Wie habt ihr vielleicht gesehen, ich habe neulich die Scrum-Challenge mal versucht, auch mit Streaks mein erstes Video gewesen. Werden viele Nuklears erspielt, wird die Titan ausgepackt oder ist es dann doch eher eine Maddox-Map und diese ganzen Fragen werden sich dann wohl klären, Leute. Danke fürs Dabeisein heute, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, wir sehen uns dann hoffentlich in den nächsten Tagen auf Twitch oder YouTube wieder. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.